Wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir sind mittlerweile 200 Kilometer weitergefahren und sind jetzt in den Bergen von Guatemala. Und für die 200 Kilometer haben wir ganze 12 Stunden gebraucht. Warum wir so lange gebraucht haben, schaut euch einfach die Straßen hier an. Schaut euch mal an, wie schnell wir hier den Berg hochfahren. Echtzeit. Ja, ziemlich langsam. Ja, da wäre echt Laufen fast genauso schnell. Wahnsinn. So Leute, wir sind endlich angekommen, da wo wir hin wollten. Jetzt nur noch eine halbe Stunde. Rutsche ich jetzt nur noch eine halbe Stunde. Wandern und dann kommen wir endlich an. Das Wetter ist zwar nicht perfekt dafür, wir gehen nämlich zu natürlichen Wasserfällen, die aussehen wie Pools und da kann man überall baden. Aber ja, wir müssen ja noch eine halbe Stunde laufen. Vielleicht ändert sich das Wetter, wir sind nämlich in Bergen und da ändert sich das Wetter ganz, ganz schnell. So Leute, man kann die Wasserfälle schon ganz deutlich hören. Wir haben jetzt aber trotzdem erstmal noch einen Umweg genommen und laufen jetzt eine halbe Stunde nach oben zu einer Aussichtsplattform, von wo man dann die Wasserfälle sehen kann und hoffen, dass sich in der Zeit das Wetter noch ein bisschen ändert. Wow, und es ist so steil und wir sind mittlerweile so hoch. Ich weiß nicht auf wie viel Höhenmeter, aber man spürt so hart, dass man schlechte Luft kriegt. Boah Leute, und wir sind wieder so blöd, ey. Und haben keine normalen Schuhe angezogen, sondern die scheiß Schlappen, ey. Und der Weg hier, ja, ist nicht gerade für Schlappen geeignet. Mann. Immer das Gleiche, ey. Jedes Mal vergessen wir normale Schuhe anzuziehen bei solchen Aktionen. Die Aussicht war ja mal der Hammer, Leute. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier eine Stunde lang hochzulaufen. Keine halbe Stunde, ja. Und jetzt laufen wir natürlich wieder nach unten. Langsam scheint auch die Sonne rauszukommen. Also wir könnten Glück haben da hinten. Mal schauen. Auf jeden Fall genießen wir jetzt den Rückweg nach unten. Und dann freuen wir uns auf die Quellen, Abkühlung. Ja, Mann. Ey, runter ist noch schwerer als hoch. Schaut euch mal an, wie steil es hier runter geht. Und hier gibt es Treppen. Und da hinten gab es keine Treppen. Und ich denke, danach gibt es auch keine Treppen. Ey, ich glaube, das muss man sogar so rückwärts runterlaufen. Boah. Mann, ich ärgere mich so arg über mich, dass ich meine festen Schuhe vergessen habe. Ja, weil du filmst. Ja. So Leute, wir haben es endlich nach unten geschafft. Der Weg runter war noch mal härter als der Weg hoch. Wir sind so oft fast ausgerutscht in den Scheißschuhen. Aber jetzt sind wir hier an der Quelle, also zumindest gleich. Stehen schon im Wasser und es ist einfach wunderschön. Die Jessie kommt gerade. Schaut es euch an. Boom. Nice. Wow, wir sind jetzt an der Quelle und schaut euch das mal an. Von hier kommt das Wasser durch den Berg, läuft runter. Geht hier durch und kommt da drüben raus und hier fangen die Pools an, zu denen wir jetzt auch gehen. Mir ist nämlich mega heiß, ich schwitze so krass, ich muss mich erfrischen.
Boah, Leute, auf dem Rückweg leider kein Glück gehabt, ey. Und wir mussten hinten stehen, eine Dreiviertelstunde jetzt. Schon gut anstrengend, man wird übelst durchgeschüttelt, ey. Und es geht mega auf die Handgelenke, weil man sich die ganze Zeit festhalten muss. Und zum Abschluss gibt es hier noch richtig guatemalisch in einem traditionellen Restaurant was zu essen. Und hier gibt es immer nur zwei Speisen, jeden Tag zwei Speisen. Einmal hier, keine Ahnung was das ist, ich denke mal Kraut, irgendeine Suppe und Reis. Mais, Fleisch und die Jessie hat Reis mit Salat und das ist Chicken. Salat und Chicken. Guten Appetit!